einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein Unboxing für euch von einem Diamond Painting. Das ist das zweite Bild, was in der Rabattaktion endlich zu mir gefunden hat. Leider immer noch nicht mein personalisiertes Bild, worauf ich echt schon wochenlang warte. Aber na gut, wir fangen mal an und packen es mal aus. Und das ist ein Bild von Huacan. Gucken. So, es ist leer. So, Steinchen und Kit schauen wir uns gleich an. Jetzt zeige ich euch erstmal das Motiv. Das ist es. Es ist eine Eule. Das Ganze hat 40 Farben. Und wir machen es mal auf. Mal gucken, ob ich das ohne Schere hinbekomme. Ja. Es ist übrigens 50 x 40 cm groß. Und jetzt schauen wir mal, wo der Anfang ist. So. Noch mehr Tesafilm, oh je. Und noch mehr Tesafilm. Ja, Huacan klebt seine Bilder immer noch mal zusammen. Ich glaube, da brauche ich mal eine Schere. Obwohl, ne, es klappt. So. Jetzt aber, Leute. So. Was ich schon mal gut finde, wir haben links und rechts eine Legende und wir haben hier vier Papiere hier oben drauf, was ich immer gut finde, weil einfach man macht das ab und es reißt einem einfach durch. Und jetzt seht ihr, selbst hier reißt es durch. Auf dem langen Stück. Da auch wieder. Da ist es ganz abenteuerlich. Okay. Ja, ich denke, ihr könnt hier das erste Stück. Ich guck mal eben. Nee, wir lassen es lieber, bevor es mir noch weiter einreißt. Schon ganz gut erkennen. Klebkraft ist sehr gut. Dann mache ich erstmal wieder ein Stück zu und dann hole ich euch erstmal ran. Und die Symbole sind wirklich gut zu erkennen, aber ich sehe hier, glaube ich, sehr, sehr viel Schwarz bei. Mal gucken, ich hoffe, das Schwarz von Huacan ist ganz gut. Dann schauen wir uns auch einmal die andere Seite an. Also mit dem Abmachen, das ist echt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Da ist der Kleber so geschnitten worden und draufgesetzt worden, als ich das abgemacht habe, dass es ein bisschen hochgekommen ist. Ich denke mal, beim Painten später wird man das nicht mehr sehen. Aber das ist natürlich immer schon ein bisschen ärgerlich. Mir reißt das hier gerade total ein, also das lasse ich mal zu hier. Das muss man dann beim Painten machen. Einfach, damit das jetzt nicht noch weiter kaputt geht. Ja, also ihr seht, ich denke mal, das Symbol, wir können direkt mal gucken, ist tatsächlich schwarz. Ich hoffe, das ist gut. Aber das Motiv sieht echt toll aus und die Farben sehen echt, echt klasse aus.
So, aber wir machen mal weiter. Wir schauen uns mal das Kit an. Das ist typisch Huacan. Das ist dieses große weiße Schälchen. Ich finde die total klasse. Ich arbeite damit super, super gerne. Und das hier ist ein bisschen verbogen, aber dann haben wir hier einen Stift. Mit Dreieraufsatz müsste es sein, einem Griff. Wir haben einen großen Aufsetzer, der diesmal weiß ist. Zwei Wachsblättchen. Die Huacan-Pinzette, die ist wirklich super. Ich arbeite damit super, super gerne. Und wir haben sogar ein kleines Goodie dabei. Ein Glücksarmband. Ja, das ist so das Standardkit von Huacan. Aber wir kommen mal zu Steine. Das ist wieder ein Motiv mit eckigen Steinen. Und was mich brennend interessiert, wow, oh mein Gott, es wurde auf jeden Fall super zusammengequetscht und gepresst. Da ist kein Funken Luft drinnen. Ihr könnt das vermutlich sehen, wie das aussieht. Das ist das Schwarz. Jetzt wollen wir mal tatsächlich gucken, wie viel Schwarz es sein muss. Mal gucken, ob ich das hier auch kriege. Es müssen insgesamt 13.512 Steine verarbeitet werden. 15.000, über 15.000 sind drin, das ist schon mal super. Aber wir wollen die Qualität gucken. Mal schauen, ob wir was erkennen können durch diese Verpackung hier. Auf den ersten Blick sehen die ganz gut aus, wobei ich jetzt nicht so richtig sehen kann, ob die gegebenenfalls Löcher haben. Aber das wird eine Herausforderung, Leute. Nehmen wir hier mal eine andere Farbe, braun. Sehen gut aus, das was ich sehe. Und schaut mal diese wundervollen Farben. Seht ihr dies, diese knalligen, wunderschönen Farben? Wow. Das Orange, das sieht super aus, da kann ich absolut nichts sagen. Das sieht auch klasse aus. Die Farben kommen in der Kamera leider gar nicht so rüber, wie sie sind. Das sieht total orangestichig aus. Das ist ein richtig schönes Korallrot. Ein Blau. Hier ist noch ein schönes Grün. So ein Türkis noch. Sehen super aus, die Steine. Kann man wirklich nicht meckern. Also die Farben sehen klasse aus. Nehmen wir mal hier noch ein Gelb. Auch die Farbe sieht richtig toll aus. Ja, im Nachgang werde ich mir das Ganze einmal anschauen und schauen, ob alle Steinchen dabei sind. Wie gesagt, das Motiv ist 50 x 40 cm groß. Ja, ist von Huacan mit eckigen Steinen. Und ja, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist, weil auf dem Motiv sieht das wirklich klasse aus von den Farben her. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir auch gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!